Ich bin jetzt auch mal froh, die meisten kenne ich auch hier. Freut mich sehr, da kann man sich auch immer wieder mal so ein bisschen treffen, sozusagen in der Community. Das ist immer eine sehr schöne Sache. Was ich auch natürlich sehr schön finde, ist, dass wir jetzt in dem kleinen Kreis natürlich auch wirklich drüber reden können. Innovation, wie kann man wirklich mit diesem Implantat gut arbeiten? Worüber kann man vielleicht noch nachdenken? Und es ist eben tatsächlich so, wie Frau Anapliotis sagt, man kann das dann auch umsetzen, weil das ja quasi eine Kette ist von der Entwicklung bis hin zum Vertrieb. Und es ist auch, glaube ich, relativ selten, dass das jemand so macht und unterstützt. Also da können Sie auch richtig Impact hier geben, dass wir da das Ganze noch besser machen können. Gut, ich will jetzt mich nicht ganz so lange aufhalten. Das kennen Sie, das ist die erste Publikation, dass man überhaupt mit Wachstumslenkung was machen kann. Die blauen Klammern, und das ist ganz interessant, die haben sehr, sehr lange ja gehalten. Also 1950 kann man sich grob merken. Und man hat da auch Erfolge damit gehabt. Aber gab natürlich Schwierigkeiten. Und obwohl diese Schwierigkeiten bestanden, ist ganz interessant, hat man ja quasi ein halbes Jahrhundert nur die Dinger verwendet. Bis dann da der Herr Stevens kam. Ja, und der Herr Stevens hat gesagt, und jetzt finde ich das auch so interessant, wie wenig, ist ja eigentlich nicht so eine tolle Sache, ne? Platte mit zwei Löchern, Schrauben rein, ja, wie wenig da gemacht wird. Und das Ganze wird auf einmal völlig umgedreht, Klammern kommen ganz ins Hintertreffen. 2005 haben wir hier in Deutschland gestartet mit dieser A-Place. Es gibt jetzt zigtausende von Nachmachern. Und das Interessante war eben, das sind wirklich auch viele interessante neue Konzepte daran gewesen. Also einmal, dass sich das Ganze bewegen kann, dass sich das so aufklappt, dass man das sicher setzen kann und so weiter. Natürlich ist das aber auch noch nicht die letzte Lösung. Ich weiß auch noch nicht, ob die FlexTech und RigidTech die letzte Lösung ist. Es hat je länger man sowas anwendet, desto eher kommt man da natürlich auch auf Probleme. Das ist eben die typische Sache, dass der Draht lenkt einen so ein bisschen dahin, dass man die Schrauben parallel zur Fuge einsetzen will. Und das ist dann ein bisschen unglücklich, weil nämlich durch die Kräfte die Fuge wirkt in dieser Richtung, also genau in Knochenachsrichtung. Und dadurch kann man das vektoriell dann zerlegen. Dann gibt es natürlich eine Kraft, die auch axial auf die Schraube wirkt. Und jetzt kann man das mal durchspielen. Je mehr ich den Winkel entsprechend steiler stelle, umso mehr habe ich axiale Kräfte und dann können die sich natürlich doch auch auslockern, was halt ein typisches Problem der Klammer war. Dann hat man festgestellt, die können auch brechen. Das ist eben die Problematik. Man sieht hier, die Platte ist schon so ein bisschen entgegen.